Wir stehen vorm Kinderhaus Bolle hier in Marzahn-Hellersdorf. Das Kinder- und Jugendhaus Bolle betreut täglich bis zu 150 Kinder und Jugendliche. Durch ein abgestimmtes Freizeit- und Bildungsangebot wird hier aktiv gegen Kinder- und Bildungsarmut vorgegangen. Des Weiteren sorgen sie mit präventiven Angeboten dafür, dass Kinder gar nicht erst auf der Straße landen. Zu sehen wird unsere Sendung auf den 21 Stadtsendern der Television Europa-Gruppe in Deutschland, Österreich und der Schweiz sein. Mein Name ist Christina Becker, ich setze mich schon seit einigen Jahren für gemeinnützige Themen in Deutschland ein. Nunmehr als stellvertretender Vorstand der Jakob-Mehren-Stiftung sind wir unter anderem Botschafter für das Kinderhaus Bolle und den Straßenkinder e.V. Und genau deshalb unterstütze ich sehr gerne dieses TV-Format. Ja, wie ich gerade in meinen Begrüßungsworten gesagt habe, Ecki, vielen Dank, dass du uns die Türen öffnest und unseren Zuschauern wirklich mal näher zeigen möchtest, was ihr eigentlich hier tagtäglich macht. Und sag mal, rein aus dem Blauen gesprochen, direkt mal, was genau macht ihr hier eigentlich? Ja, toll, dass ihr hier seid, Christina, dass du hier bist. Wir kennen uns ja schon ein paar Jahre, auch durch Jakob, durch die Jakob-Mehren-Stiftung und ihr bringt ja auch immer fleißig Weihnachtsgeschenke, ist für die Kids wahnsinnig wichtig und wertschätzend, auch was ihr tut als Stiftung für Straßenkinder e.V. und für Bolle. Was tun wir bei Bolle? Bolle ist ein Projekt gegen Kinder- und Bildungsarmut, das heißt, wir haben hier so 100, 120, 150 Kids jeden Tag, die fördern wir. Bildung ist uns ganz ein wichtiges Anliegen. Wir haben hier auch viel Spaß, stimmt das? Ihr habt viel Spaß, ne? Ja. Und Spaß ist auch ziemlich wichtig, weil ansonsten hat man auch nicht richtig Lust, was für die Schule zu lernen. Und dann sind die allermeisten Kids auch im Bildungsbereich, das heißt, die kriegen Hausaufgabenbetreuung, Nachhilfe. Man fragt sie natürlich, kann es nicht auch die Schule machen? Ist nicht der Hort dafür zuständig? Der Unterschied ist, dass wir wesentlich besseren Personalschlüssel haben und dass wir die Kinder auch dort abholen, wo sie jetzt aktuell sind. Das heißt, manche können leider in der vierten, fünften Klasse nicht richtig lesen und schreiben und wir helfen ihnen dabei. Und und das ist, was wir hier tun und wir verhindern dadurch natürlich auch, dass Kinder auf der Straße überhaupt landen. Ja, das ist uns ein großes Anliegen. Und haben darüber hinaus haben wir noch ein Integrationsprojekt, wo auch Kinder mit Fluchthintergrund andocken können, wo sie Freundschaften schließen können, wo sie unsere Werte kennenlernen, was ich auch wichtig finde. Und dann die Straßenkinderarbeit. Also das ist noch ein bisschen woanders, ist im Stadtzentrum. Da betreuen wir bis zu 80 Kids, die obdachlos sind, jeden Tag. Wahnsinn. Jetzt hast du das Thema Bildung angesprochen und ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass die Kinder die letzten anderthalb Jahre oder das sind sogar zwei Jahre sagen, ja wirklich gesaubeutelt waren, nicht zur Schule gehen konnten und ich glaube, das ist für alle Kinder aus allen Schichten ein Problem gewesen, aber wie hast du das, wie hast du den Lockdown für die Kinder wahrgenommen? Also was natürlich während dem Lockdown passiert ist, sind ganz verschiedene Dinge. Zum einen haben die Kids ihre Freundschaften nicht pflegen können und dadurch auch teilweise haben sich Freundschaften verloren. Das ist unheimlich schwierig, gerade so für Kids im Teenageralter, im Jugendalter, wenn sie die Freundschaften nicht pflegen können. Und dadurch ist ihnen eigentlich wirklich ja auch ein Stück Zeit, Entwicklungszeit weggenommen worden. Das kann man nicht mehr so einfach rückgängig machen. Das ist eine schwierige Situation für die Kids. Was auch passiert ist, ist, dass aus Bildungslücken teilweise Bildungsabbrüche passiert sind. Das Thema Integration, also Kids, die jetzt mit Fluchthintergrund zu uns gekommen sind, da ging es mit der Integration teilweise gar nicht weiter. Also es war eine sehr schwierige Zeit, auch psychisch gesehen, wo für die Kids. Beispiel, wir waren auf einer Teenie-Freizeit, das war kurz nach dem Lockdown
Und nochmal, es ist immer cool, wenn wir mit Kids wegfahren auf eine Freizeit, weil sie dann auch ein Stück Kindheit nachholen können. Aber es ist auch eigentlich schon immer herausfordernd. Aber dieses Jahr war es echt heftig. Wir haben 3-4 Tage gebraucht, wo wir ganz viel in der Natur verbracht haben, Wattwanderungen gemacht und Nachtwanderungen und alles Mögliche, um die runterzuholen. So nach 3-4 Tagen hast du gemerkt, ey, jetzt kommen sie langsam zu sich und werden wieder so, wie wir sie eigentlich kennen. Mhm. Also für die Kids ist es eine wahnsinnig herausfordernde und schwierige Zeit. Ja, ja. Und sag mal, wenn du jetzt sagst, wenn wir jetzt einen unserer Zuschauer fragen würde, wie können wir denn dem Kinderhaus Bolle helfen? Wie kann man euch denn tatsächlich helfen? Ja, also Bolle gehört zum Verein Straßenkinder e.V. und man kann natürlich spenden. Das hilft uns wirklich. Und jetzt denkt man natürlich, okay, an Spenden, an große Summen. Aber darauf kommt es gar nicht unbedingt an, sondern schon kleine, aber regelmäßige Summen. Also wenn jemand jetzt einen Beitrag von 10 Euro und das jeden Monat leistet, hilft uns wahnsinnig bei der Planbarkeit unserer Projekte. Und so kann man uns helfen. Das ist eigentlich die beste Art und Weise. Weil wir sind jetzt mittlerweile ein großer Träger mit 42 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und finanzieren uns zu fast 100% aus Spenden. Wahnsinn. Vielen Dank erstmal. Ja. Lass uns gerne nochmal durchs Haus schauen. Ich würde gerne mal unseren Zuschauern zeigen, was hier sonst noch alles passiert. Ich habe jetzt das wunderbare Vergnügen, mit den drei jungen, wunderhübschen Damen zusammen ein kleines Interview zu machen. Also hier auf meiner Rechten haben wir Ariane, wir haben Antonia und wir haben Sonja. Und sag mal, was ist denn so euer größter Wunsch zu Weihnachten? Zum Beispiel Ariane, sag du doch mal. Slime. Was ist denn Slime? Slime ist mit Wasser drinne, das ist halt so wie Knete, aber es ist halt schleimig und so. Klebrig. Ja, klebrig. Ach, das habe ich, glaube ich, mal im Internet gesehen. Das kann man sich so durch die Finger gleiten lassen. Ja. Und sag mal, freust du dich auf Weihnachten? Ja, ich freue mich sehr doll. Und auf Freitag, wo wir die Weihnachtsfeier machen. Hier habt ihr dann Freitag eine große Weihnachtsfeier. Ja. Worauf freust du dich denn bei der Weihnachtsfeier am meisten, Antonia? Ich weiß nicht so genau, ich mag alles. Ist es dein erstes Mal hier im Kinderhaus Bolle zu Weihnachten? Ich war schon zweimal. Das ist mein drittes Mal jetzt. Wahnsinn, dann kann man nach dreimal ja schon sagen, dass es eine Tradition ist, nicht? Und Sonja, sag mal, wenn du jetzt einen einzigen Wunsch frei hättest für alle Kinder hier im Kinderhaus Bolle? Für die Jungs würde ich mal sagen, dieses Auto, wo man so lenken kann, weil die mögen es gern. Für die Mädchen so Barbie-Sachen, für die Kleinen, für die Großen Slime und so. Super. Und sag mal, was war für euch das Spannendste dieses Jahr? Ich freue mich auf ein Musical, weil da haben wir schon lange geprobt. Da machen wir Lieder, singen, tanzen und da freue ich mich. Und das Musical führt ja am Freitag auf? Ja. Super. Und ist das ein Weihnachtsmusical? Ja. Ah, schön. Kann man sich da freiwillig anmelden oder gibt es schon jemanden, muss man theaterbegeistert sein oder lernt man das hier? Wie funktioniert das? Also, wir haben es gelernt, man muss sich anmelden, man bekommt einen Zettel, wo man sich anmelden muss und dann lernen wir Lieder und dann müssen wir die auswendig können. Und ich habe ein Solo. Wirklich? Mensch, da drücke ich dir ganz, ganz doll die Daumen. Weißt du denn schon ungefähr, wie viele Zuschauer du haben wirst? Schon viele. 64, 68. Es sind viele, aber ich weiß nicht, wie viele. Oh, Wahnsinn. Also wie gesagt, ich drücke dir die Daumen. Ich hoffe, die Generalprobe wird perfekt und dann kann auch gar nichts mehr schief gehen. Und wie sagt man so schön, Hals- und Beinbruch. Sagt mal, wie war denn für euch die Zeit, wo ihr nicht ins Kinderhaus Bolle gehen konntet? War das richtig blöd?
Ja, sag mal ruhig, Ariane. Es war schlecht, es war blöd, ich konnte gar nichts tun, nur auf mein Handy zocken, das ist alles. Ja. Ärgerlich, nicht wahr? Und wie lange war das so? War das richtig? War das so? Was macht man denn dann den ganzen Tag? Das weiß ich nicht. Also, das weiß ich nicht ganz genau. Ja, Antonia, sag du mal. Also, dann kann man nur in den Zimmer spielen oder Fernseher gucken oder rausgehen, aber es ist ja langweilig zu Hause, wenn man nichts machen kann. Ja, logisch, wenn man auch keine Freunde treffen kann und nichts machen kann. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie lange war denn das Kinderhaus Bolle zu? Könnt ihr euch daran noch erinnern? So lange wahrscheinlich. Mhm. Da habt ihr euch bestimmt richtig gefreut, als es wieder offen war. Ja, das glaube ich. Und was macht genau das Kinderhaus Bolle für euch? Warum kommt ihr gerne hierher? Weil man hier spielen kann, man kann malen, man kann hier seine Hausaufgaben machen, man kann rausgehen und mit den Mitarbeitern kann man auch spielen, man kann hier Mittag essen. Und immer am Dienstag können wir immer Nachtisch essen und am Mittwoch machen wir mal Kids Party. Dienstag habt ihr immer eine Kids Party? Mittwoch immer. Ist ja Wahnsinn. Sogar eine Party für euch. Ja, bitte, Ariane. Aber diese Woche war die letzte Kids Party, also bin ich halt traurig, aber ich bin nicht so traurig, denn nächstes Jahr gibt es ja wieder Kids Party. Sonja, wolltest du das auch gerade sagen? Dass du auch traurig bist, dass die Kids Party vorbei ist? Aber das Gute ist ja, dass mit Vorfreude ist ja die schönste Freude, wie man so schön sagt. Deshalb glaube ich, ist dann die Vorfreude, wenn man sie hat und dann nächstes Jahr geht's wieder los, dann ist man viel besser vorbereitet. Und dann, ich sage auch mal, man weiß ja Sachen viel mehr zu schätzen, wenn man sie gar nicht mehr jeden Tag haben kann, nicht wahr? Was bedeutet Weihnachten denn für euch? Ariane? Dass Gott da geboren wurde, oder? Jesus. Ja, Jesus geboren wurde halt da, ja. Magst du diese Geschichte? Ja. Also ich mag die Geschichte, aber andere Geschichten mag ich auch. Und was mögt ihr an Weihnachten? Dass man mit seiner Familie zusammen sein kann. Das schön. Mag ich. Ja, das ist schön. Und weil wir da Jesus Geburtstag feiern, weil Jesus da geboren ist in Bethlehem am Weihnachten. Deswegen ist da Weihnachten. Schön. Ja, du musst es positiv sehen. Ihr habt Gedankenübertragung. Ihr habt dieselben Gedanken, weil ihr wahrscheinlich so viel Zeit miteinander verbringt. Aber ich danke euch ganz, ganz dolle, dass ihr an unserem kleinen Interview teilgenommen habt. Ich freue mich, dass wir uns kennenlernen durften und ich hoffe, dass ihr am Freitag ein ganz, ganz tolles Weihnachtsfest habt. Auch nächste Woche mit eurer Familie ein ganz tolles Weihnachtsfest erlebt und gut aus diesem Jahr rauskommt und die Vorfreude auf die nächste Kids-Party ganz groß ist. Ja? Vielen, vielen Dank euch. Eine wunderbare Sache bei gemeinnütziger Arbeit ist nämlich, dass wenn man darüber spricht, auch andere Menschen damit begeistern kann, etwas Gutes zu tun. Und ich habe hier genau rechts an meiner Seite zwei Damen, nämlich Corinna und Christina. Und Corinna und Christina sind nämlich, wie soll ich sagen, Gründer, Teilnehmer von Stammtisch Berlin und von Gründer vom Stammtisch Berlin und haben nämlich genau in ihrem Kreis von unserem Projekt hier und Straßenkinder e.V. berichtet und dürfen heute einen wunderbaren Scheck überreichen, nämlich an Ecki für das Kinderhaus Bolle. Wie kam es dazu, dass ihr dieses Projekt unterstützen wolltet? Also weil unsere Arbeit, die wir da mit dem Stammtisch begonnen haben, im Grunde auch eine Herzensangelegenheit ist. Genau. Denn wir haben damit begonnen, weil wir gemerkt haben, Gastronomen, die einfach nicht vorankommen, wo der Laden sich nicht füllt, die sich so viel Mühe gegeben haben mit dem Interieur, mit allem drum und dran. Und dann haben wir irgendwann mal mit jemandem zusammengesessen und haben dann beschlossen, so machen wir das. Ja. Ja, und dann kam Jens. Ne? Und so ist das entstanden, dass wir gesagt haben, okay, wir machen da mit. Und sammeln bei uns am Berlin-Stammtisch Geld ein für die Kinder hier im Kinderhaus Bolle. Ja. Wie viel sind denn am Ende zusammengekommen? Wir haben es tatsächlich bis einschließlich gestern Abend geschafft, auf 1.555 Euro zu kommen. Und das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, denn wir haben gemerkt, dass einige direkt auf das Straßenkinder e.V. Spendenkonto eingezahlt haben, wo ich tatsächlich jetzt auch die Summe nicht weiß. Und es kommen auch noch so ein paar Nachzügler dazu. Weißt ihr denn eigentlich schon, was ihr mit dem Geld machen wollt?
Wir freuen uns wahnsinnig über die Summe, möchte ich mich erstmal ganz herzlich bedanken. Und ja, was wir damit tun möchten, ist eigentlich, dass wir es für den Erhalt und den Ausbau der Arbeit im Kinder- und Jugendhaus Bolle weiterhin verwenden. Hier geht es ja um das Thema Kinder- und Bildungsarmut, und damit können wir Kinder fördern, in der Bildung fördern, und das ist wahnsinnig wichtig für die, gerade jetzt nach diesem Lockdown, damit sie am Schulstoff dranbleiben. Ja, wie ich gerade sagte, was für ein wunderbarer Nebeneffekt. Und jetzt wurde gerade von Jens gesprochen. Jens, du hast ja das Projekt Wir sehen mit dem Herzen ins Leben gerufen. Ist das auch ein Grund, warum du das gemacht hast, Menschen so zusammenzubringen? Wir betreiben über unsere Stadtsender, also im Prinzip auch über Fernsehen Berlin, diverse Projekte, die allgemein hilfreich und nützlich sind. Und das ist auch eine Verpflichtung. Wenn du viele Zuschauer hast, dann musst du diesen auch etwas zeigen, was sinnvoll ist und helfen. Und die Sendung Wir sehen mit dem Herzen ist ja etwas, was wir uns auch überlegt haben, um einfach in Brennpunkte zu gehen, um darauf aufmerksam zu machen, wo man helfen kann. Und das wollen wir ja nicht nur kurz vor Weihnachten, sondern im Prinzip über das ganze Jahr ja machen. Das ist im Prinzip unser Anliegen, und das werden wir auch auf all unseren Kanälen bringen, um den Menschen einfach zu zeigen, es gibt in unserer Gesellschaft Personen, denen geht es eben nicht so gut, und die sollten wir unterstützen. Und deswegen blenden wir auch jetzt die Kontonummer hier nochmal ein. Also das wäre ganz, ganz super, wenn es nicht bei den 1.555 Euro bleiben würde. Weihnachten ist ja noch ein bisschen hin. Und auch nach Weihnachten kann man etwas spenden, weil hier wird eben das ganze Jahr gearbeitet. Und wenn wir dazu beitragen können, dass es den Kindern ein bisschen besser geht, dann tun wir etwas Sinnvolles. Nicht nur für die Kinder, sondern auch für uns selber. Und dir wollte ich nochmal danken für deine Arbeit. Ich finde es hier einfach wunderbar. Als ich hier das erste Mal herkam, habe ich gedacht, Mensch, das ist ein Typ, der lebt das, was er macht. Und das ist fantastisch. Also davon braucht es mehr. Und wir versuchen, einen kleinen Beitrag dazu zu leisten. Hier auf Fernsehen Berlin. Ja, Mariella, vielen Dank, dass du heute auch nochmal dazukommst. Du bist ja auch Botschafterin vom Jugendhaus Bolle. Genau so sind wir nämlich eigentlich gekommen. Wir sind als Stiftung ja auch Botschafter dieser Stiftung. Wie kommst du zu diesem Engagement? Ich wurde vor vielen, vielen Jahren mal angeschrieben, und mir wurde das Projekt erzählt. Und ich habe hier natürlich bin ich erstmal hergekommen, habe mir das angeschaut und habe gedacht, das ist so toll, was hier auf die Beine gestellt wird. Da gab es diesen Neubau noch gar nicht, so lange bin ich hier schon dabei. Und da war das nur dieses kleine Haus, und die Kinder waren alle so happy, als man hier war und sich irgendwie mit denen unterhalten hat. Und dann wurde mir gezeigt, wie sie sich auch um die Hausaufgaben kümmern. Und ich habe mich mit den Kindern unterhalten. Und ich fand das so toll, was man hier macht, dass ich dachte, das muss ich unbedingt unterstützen. Du bist ja selber Mutter. Wie nimmst du denn für dich persönlich diese Zeit für Kinder eigentlich war? Hast du es ja vorhin mitbekommen. Immer so zwischendurch, wenn man natürlich auch, selbst wenn man unterwegs ist, auch jetzt heute, sind die Kinder immer präsent. Also Kinder müssen einfach auch, auf die muss man aufpassen. Man muss ihnen helfen, in dieser Welt sich zurechtzufinden, ihnen die Welt teilweise auch erklären. Und da es eben manchmal nicht so möglich ist für manche Kinder, ist das hier eben auch eine tolle Gelegenheit, dass die ihnen hier so ein bisschen auf dem Weg zum Großwerden helfen. Und das finde ich so schön. Und ich als Mutter natürlich, um auf mich zu gehen, habe zwei Kinder, und die eine ist natürlich schon groß, aber ist immer noch unterstützungswürdig. Und es ist einfach was Wunderschönes, Kinder zu haben. Und es ist einfach Familie, Kinder, schöner geht's nicht. Stimme ich dir voll und ganz zu. Glaubst du, dass die Gesellschaft heutzutage genug für Kinder macht, oder glaubst du, das ist auf jeden Fall verbesserungswürdig?
Es ist auf jeden Fall verbesserungswürdig und ich finde es toll, dass man sich auch um Kinder in Deutschland kümmert. Natürlich sind auch in Afrika Kinder, ich bin ja auch schon auf Projekten in der ganzen Welt unterwegs gewesen, für World Vision zum Beispiel. Und das ist auch wichtig, aber ich finde, wir sollten erstmal da anfangen, wo wir leben und dort uns umschauen und nicht immer nur in die weite Ferne schauen, sondern auch da, wo vor Ort man auch wirklich was tun kann, wo man auch schneller hinkommen kann, wo man schneller dabei sein kann und schneller helfen kann auch. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir natürlich vorhin auch darüber gesprochen, dass du dich nicht nur für das Kinderhaus Bolle engagierst, sondern auch andere Themen ganz aktiv unterstützt. Ja, ich habe vor 16 Jahren einen eigenen Verein gegründet, der heißt Lebensherbst und kümmere mich um Senioren in Heimen in ganz Deutschland. Und wir haben viele tolle Projekte. Wir haben zum Beispiel, versuchen wir Herzenswünsche zu erfüllen. Wir haben gerade aktuell VR-Brillen, die wir verschenken, wo sie sich so in ihre alten Gebiete hineinversetzen können, für die, die auch gar nicht mehr aus den Heimen rauskommen. Wir organisieren Weihnachtsfeste für die, die keine Verwandtschaft haben und. Es wäre hier unzählig aufzählbar. Du bist ja schon lange Botschafterin für das Kinderhaus Bolle und für den Straßenkinder e.V. Was sind so deine prägendsten Momente, die du mit dem Kinderhaus Bolle verbindest? Also ich verbinde natürlich, wenn man hier reinkommt, ist immer ein Trubel, Kinder lachen und spielen. Aber wenn man sich dann mit ihnen unterhält, dann kriegt man wirklich mit, was für ein Background da eigentlich auch hintersteckt. Also ich, klingt jetzt komisch, aber ich war total überrascht, dass hier zum Beispiel auch Kinder sind, die haben noch 7 Geschwister. Ja? Also das war für mich schon sowas, wenn man so anders unterwegs ist, ja, dann sind es mal 2, 3, vielleicht 4. Aber dass man noch insgesamt 8 Kinder hat, das ist schon hier gang und gäbe. Und auch, dass die vieles gar nicht kennen. Die haben mich ausgefragt, wie der Beruf der Schauspielerin ist. Und dann musste man Autogramme geben. Und dann wollten sie wissen, wie man auch Schauspielerin wird. Und fragen einen, wie man was erlebt hat. Und dann habe ich von Indien erzählt, wo ich mal war. Und dann merkt man, wie die Augen groß werden und die einfach auch davon träumen, vielleicht auch mal sowas zu erleben, irgendwo mal zu verreisen oder auch mal in so einer Familie normal aufzuwachsen. Und besonders gefallen hat mir mal so ein Art Gesangswettbewerb hier. Da haben wir so, sollten wir dann so eine Jury bilden und sagen, wer so am schönsten gesungen hat. Und dann haben natürlich 3 gewonnen, aber die Kinder waren untereinander trotzdem total lieb und süß zueinander. Also haben zueinander gehalten und haben gesagt, ja, toll, dass du es gemacht hast. Eine war ein bisschen traurig, aber man hat gemerkt, dass sie einen Zusammenhalt hier haben. Und das fand ich ganz toll. Ja, ich glaube auch, das Werte vermitteln ist, kannst du wirklich nur in einer Gemeinschaft. Das kannst du nur, wenn jemand einem Werte vermittelt. Und ich glaube auch, das ist ein wunderbarer Platz hierfür. Ja. Ich bin beeindruckt von den Aussagen der Kinder und mit was für einer Hingabe hier im Kinderhaus Bolle jeden Tag so eine großartige Arbeit geleistet wird. Ich möchte mich im Namen der Stiftung bei allen Beteiligten an dieser Produktion bedanken, vor allen Dingen beim Kinderhaus Bolle, dass sie uns einen Tag lang die Türen geöffnet haben und uns ein Stück weit am Alltag haben teilhaben lassen. Wir würden sie auch gerne in Zukunft zu Herzensthemen weiter mitnehmen und ich freue mich auf die kommende Produktion. Bis dahin wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie eine wunderschöne Weihnachtszeit und wundervolle Feiertage. Bis dahin alles Liebe, Ihre Christina Becker.